Widerspruch gegen den Sperrzeitbescheid trotz Kündigungsschutzklage? Ich hatte ja dazu aufgerufen, ruhig gerne Zuschauerfragen zu stellen und zu schicken oder in den Kommentaren welche zu stellen und will die, soweit sie einen gewissen allgemeinen Erkenntniswert haben, auch gern beantworten. Da habe ich jetzt eine, die ich ganz interessant finde, weil ich die Frage auch von Mandanten immer wieder höre. Ich habe eine fristlose Bekündigung bekommen, habe Kündigungsschutzklage eingereicht und eine Sperrzeit bekommen von der Bundesagentur. Soll ich auch gegen die Sperrzeit vorgehen? Ich würde es immer machen. Also fristgerecht innerhalb eines Monats Widerspruch gegen den Sperrzeitbescheid einlegen. Sie kriegen aber so verschiedene Bescheide. Wichtig ist dieser konkrete Sperrzeitbescheid. Sie können natürlich auch gegen den Leistungsbescheid, der dann entsprechende Kürzungen enthält, einen Widerspruch einlegen, aber unbedingt gegen den Sperrzeitbescheid. Zwar ist es so, dass wenn wir im Nachgang uns vor dem Arbeitsgericht auf eine Abfindung und eine ordentliche Kündigungsfrist und einen ordentlichen Vergleich einnehmen, dann muss ja die Sperrzeit wieder aufgehoben werden. Ich bin allerdings kein Verwaltungsrechtler und auch kein Sozialrechtler und mir ist das immer zu riskant. Deswegen mache ich jetzt für unsere Mandanten schon immer entsprechende Widersprüche und je nachdem muss auch dann später die Kostenerstattung von der Widerspruchsbehörde erfolgen. Also ich habe da an sich ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe allerdings auch noch nie gesehen, dass jetzt, wenn im Nachhinein die Voraussetzungen für die Sperrzeit irgendwie weggefallen sind, dass es dann irgendwie Probleme gab, sondern dann wurden die auch meistens nachgezahlt. Aber wie gesagt, gehen Sie lieber auf Nummer sicher. Rechtsstreitigkeiten vor den Sozialgerichten dauern viele, viele Jahre, kosten Geld und sind meistens sehr unerfreulich, weil man die Leistungen, wenn man sie dann vielleicht später bekommt, erst zu einem Zeitpunkt bekommt, wo man sie meistens dann nicht mehr braucht. Ich will ja mein Geld haben, wenn ich gekündigt bin und nicht, wenn ich nachher wieder einen neuen Job habe. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.